Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade 3, dem DLC. Beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, ich will hier ein bisschen die Punkte farmen. Und auch als Info an die letzte Folge nicht gesehen haben, hier könnt ihr die ganze Strandmode bekommen. Hier steht Min-Rang A, das heißt, ihr müsst hier irgendwas, ihr könnt auch leicht, ist eigentlich egal. Oh, guck mal, hier sind sogar noch Fragezeichen. Geil. Und dann kriegt ihr diese, ich kann nicht. Hier. Da. Ne? Strandmode. Und ich habe hier, normal habe ich hier schon Strandmode Juni A und Mio Strandmode A. Und dann gibt es hier noch Juni Strandmode B. Habe ich auch schon. Und ich würde sagen, für heute werde ich mal hier einfach mal alle durchgehen. Hier alle durchgehen, soweit wie ich komme in der Folge. Und dann bin ich auch gespannt, was hier noch für Fragezeichen kommt. Vielleicht gibt es hier dann auch noch andere Kleidung. Das wäre natürlich. Nach Durchspielen verfügbar. Was heißt nach Durchspielen? Verfügbar nach Kapitel 7. Das heißt, ich muss erstmal die Story zu Ende spielen. Ich habe Story, fehlt mir noch. Wenn nicht ganz am Ende, mir fehlt nur im Prinzip im letzten Kapitel der Endboss. Aber dann würde ich sagen: Anzahl der Wellen 4. In dieser Prüfung steigt jede zur Leistung langsamer. In dieser Prüfung beginnen mit der Zeit auch mal neue Gegner werden. Okay. Ja, ich würde sagen, hier gehen wir jetzt einmal durch, weil ich will die Punkte haben. Abfahrt. Das war schon im DLC. Ja, das war schon, Beli. Vielleicht, wie gesagt, bei dem Fragezeichen, dass es da noch andere Kleidung gibt. So ein blöder Tag aber auch. Wieso? Was ist los? Was ist los, Aurelia? Ich habe jetzt wieder nicht auf die Zeit geguckt, aber ich meine, das ist Stufe 1 Schwierigkeit. Das werde ich wohl schaffen auf S. Letzte Welle. Na, ganz knapp nicht geschafft, schade. So, den habe ich geschafft. Abgeschlossen. Wie ist der DLC so? Also er bringt coole neue Sachen rein. Also ich kann das nochmal für die Leute, auch die die letzte Folge nicht gesehen haben, vielleicht einmal kurz durchgehen, was da neu gekommen ist. Also es gibt einen neuen Helden. Das ist ganz cool. Den kann man mit neuem Äther immer weiter hochbuffen. Und es gibt hier so einen Bereich, wo man Noppon-Münzen, Noppon-Kristalle sammeln kann, womit man sich beim roten Helferlein neue Items kaufen kann, das ist nicht so spannend. Aber beim roten Dienerpon kann man Klassen freischalten und das ist mega huge, weil das war immer übelste Pain. Und das geht jetzt hier richtig easy. Dazu kommt natürlich noch, dass man hier die ganze Mode sich freischaltet, ne? Also Noah Strandmode A habe ich jetzt. Mio Strandmode A habe ich auch schon. Und Juni Strandmode A habe ich auch schon. Wir machen das aber hier trotzdem noch. 3 Minuten, das schaffe ich. Kotzi macht der kleine Aurelia. Also hier würde ich auf jeden Fall einmal alle durchgehen, damit ich die ganzen Klassen freispielen kann. Das macht da übel Sinn. Das macht da mega Sinn. Ne, ich sollte geklaut haben.
Was? Kompletter Overkill. Ich... Scheiße. Ich hätte erst einen Ouroboro einsetzen sollen. Egal, gibt das Erfahrung auch? Ne, hier gibt es keine Erfahrung, ne? Da würde ich abschließen. Zack, und jetzt gehe ich nochmal in den Ouroboro-Zustand. Es gibt nochmal extra Punkte. Unter 3 Minuten bin ich ja easy. Mit seinem scheiß Widerstand hier. Stirb. Ich will sowas nicht. Trotzdem fliegen sollen, dass er so stellte. Wer unterstellt dir sowas denn? Aha, crazy. Doppelkristallbelohnung verdreifacht. Ouroboros Rausch. Okay. Gefällt mir. Das gefällt mir. Was? S 3 Minuten 30. Okay. Ja, das habe ich auch, Beli. Drück die Daumen. Wie sollen wir denn hier eine Angriffskette hinkriegen? Das geht ja schon zeitlich nicht. Angriffskette, schnell. Nein! Scheiße. Ich hätte dich angreifen sollen. Und wer für das aktuell gibt. Für das, also, der kostet ja 25 Euro. Wenn du jetzt nur Welle 1 und 2 nimmst, ist das nicht wert. Wenn du aber alle Wellen nimmst, dann ist das auf jeden Fall wert, ja. Ich muss auf jeden Fall gucken, da ich immer die Angriffskette mit dazu nehme. Das gibt halt doppelte Punkte. Lucky Challenge! 3 Minuten 30, okay. Challenge!
Wie das Charakterleben, wie die leben, einfach schrecklich, verstehe ich nicht. Muss warten, bis ich die Angriffskette habe, bevor ich angreife. Am besten greife ich gar nicht an. Oh Gott, bitte nicht killen. Ach, scheiße. Das geht gar nicht. Ich bin zu stark, als dass ich da noch die Angriffskette hinkriege. Drei Minuten. Easy. Maybe that one too easy for likes of friends. Gucken wir weit willkommen in der Folge. Auf jeden Fall bin ich wieder also ich weiß wieder, was ich drücken muss und so. Ist ganz gut. Letzte Welle. Die Angriffskette könnte klappen. Hoffe ich. Ja, abhakt. Vernichtung, perfekt. Fertig. Auch einer lebt noch. Bam. Also gibt das jetzt, das bin ich erst gespannt, ob das immer doppelte Punkte gibt, wenn man alles geschafft hat. Oh, einer ist... Verbindungen verdreifacht. Die sechs Biester, Ouroboros-Rausch. Okay, ist wahrscheinlich einfach random. Wer ist denn kampfunfähig geworden? Krass. Juni? Crazy. Bonus. Dreifach Bonus. Stark, wenn Zorn zunehmen kann. Freunde, das ist Explosionskombo. Tipps. Alter! Ach ja, das auch noch mit dem Formationsspeicher. Das müssen wir uns auch mal gleich angucken. Aber. Hä?
Wenn ich das jetzt nochmal mache, ich mache das jetzt nochmal. Ich will wissen, ob ich jetzt einen Dreifach-Bonus bekomme oder so. Robos. Kampfrausch. Gibt das, sagt der Bonus und dann kann ich das nochmal machen und krieg dann den Dreifach-Bonus? Das wäre natürlich huge. Da war das eben nur Glück, dass ich genau auf die Mission den Bonus bekommen habe, vielleicht. Rambock noch? Ich weiß gar nicht, wie viele Wellen. Ich glaube eine noch danach, ne? Ja, Küsten. Ja, genau der. Und da kann ich ja dann den Dingsbums machen. Ich würde auf jeden Fall Angriffskette noch machen für die Punkte. Oh, oh, muss aufpassen. Oh, 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 oh. Hört auf, den anzugreifen. Scheiße. Okay, gibt das jetzt dreifach? Ja. Ah, okay. Hm, verdreifacht. Okay. Verstehe. Man kriegt Abschlussbelohnung. Ja, und dann dreifach. Geil, so, man kann ja übel farmen. So kann man ja übel farmen. Fühle ich. So, wo ist jetzt wieder dreifach? Und das springt immer hin und her, oder was? Da ist Bonus und hier ist Bonus. Okay, man kann also auch überlegen, ob man dann vielleicht lieber das macht, weil das gibt nochmal mehr. Oder auch schwer sogar. Ja, was soll? KP sorgende Monster machen. Lieblingsort von R2 ist der große Grotte Wasserfälle. Stufe 40, ich würde es mal machen, das sieht nicht so schwierig aus. Es gibt 1200 mal 3. Mach ich mal. Okay, das ist natürlich krass. Dann habe ich ja gleich alle Helden direkt. Ready. Bin gespannt, was dann ist, wenn ich alle Helden ready habe, ob man auch Klassenpunkte da bekommt. Okay. Die sind ein paar Level über mir. Zwei Level. Das geht eigentlich noch. Normalerweise. Ich habe auch nicht mehr im Kopf, wie viel Zeit ich hatte. Oh Gott, Noah ist fast tot. Noah ist tot. Egal, solange ich schaffe, ist auch egal. Ich brauche nicht den kompletten Bonus, ich brauche nur S. Der Rest ist egal. Und anscheinend wird man immer wieder belebt. Geh nochmal in den Dingsbums hier rein. Okay, habe ich besiegt? Okay, besiegt. Nächste Welle.
Ey, Noah stirbt ja instant. Ey, Noah ist schon wieder tot. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist, dass die anderen sterben. Noah schon wieder tot. Alter Schwede. Okay, jetzt wird er auch nicht mehr wiederbelebt. Oder wie? Was ist hier los? Kann es sein, dass wir nur irgendwie ein paar Mal sterben dürfen und dann nicht mehr? Haben wir nur noch drei am Leben? Okay, schwer ist anscheinend wirklich schwer. Nur noch Julia am Leben. Ist halt auch alles am Verteidigen. Er ist gleich hier aber auch tot. Okay, schwierig ist anscheinend wirklich schwierig. Nein, nicht von vorne beginnen. Jetzt doch wichtig, ist der Bonus jetzt weg? Nee, das ist nicht weg. Okay, dann machen wir es auf normal. Das reicht ja auch schon mit den Punkten. Denk mal, für schwierig muss man dann wirklich auch auf die Herausforderung. Dafür gibt es ja diese verschiedenen möglichen Kombinationen. Dass man sich da die richtige Kombination raussucht. Aber auf normal sollte man es easy schaffen. Noah ist auch so oft gestorben, das war echt crazy. Let's go.
Oh nein! Ich wollte gerade so ein Einigkeitsschwert machen. Das ist echt schlecht. Aber schon krass, dass schwierig so viel schwieriger ist als normal. Also dass ein bisschen schwieriger ist okay, aber so viel schwieriger, schon krass. Nein, ich habe die Ouroboros-Scheiße nicht gemacht. Das wären nochmal 200 Punkte mehr gewesen. Nee, sogar 300. Die Angriffskette meine ich. Mal 3, 2700, das lohnt sich. So, und jetzt gehe ich mal eben rüber. Jetzt gehe ich hier mal eben rüber. Kostet es auch immer 2000? Ja. Neue Klasse. Ja. Alter. Das ist so... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befriedigend das gerade ist. Alter, ja! Oh Gott, das ist... Oh mein Gott, jeder hat jetzt alle Klasse, glaube ich. Ich glaube, jeder hat jetzt alle Klassen. Oh Gott, ist das... Oh, ist das lecker. Ist das schön. Ist das eine Freude. Oh, wie schön. Ach, ist das schön. Hat eigentlich er nur bei einem S? Normalerweise immer bei zwei S. Er hat nur S. Krass, er hat nur bei einem S. Geil. Also das, also jeder, der das Spiel spielt, auch schon vor dem der zweiten Welle, weiß, wie belohnend das gerade ist. Wie ultra belohnend das gerade ist, dass wir jetzt alle hier... Ah, das ist so schön. Frage ist, ich habe jetzt alle. Was wäre jetzt? Ich hätte Freunde, dass ihr Klassen nicht lernen kann. Bitte wieder anquatschen, wenn die Sachlage geändert hat. Okay, das heißt, wenn du alle gelernt hast, ist hier fertig. Und jetzt könnte man hier noch Sachen kaufen. Ja, geil. Oh, was ist das? Noppon Silbermünzen. Man kann Silbermünzen kaufen! Alter Schwede. Das wird ja immer besser und besser. Weil mit Silbermünzen kann man Klassen hochleveln. Noppermünzen. Alter, das macht ja alles. Das ändert echt alles. Diese Kristalldinger, man kann die ja farmen auch. Man kann die farmen. Alter, das ändert alles, gefühlt. Das ändert wirklich alles. Säbelstoß. Hä, wo ist denn jetzt dieser Säbelstoß? Meistertechniken. Ah, hier. Unendliches Schwert ist aber broken. Muss ich ja weiter benutzen. Schmettern. Geil. Klasse. Das ist halt immer noch ihre Standardklasse, ne? Was hat die denn noch so auf S? Den? Taumaturg. Und die.
Wieso eigentlich zwei Heiler und einen Verteidiger? Den und die. Juni ist sowieso, bleibt so oder so auf denen. Bleibt safe auf dem. Wahres Gesicht. Ich würde das hier auch mal eben so machen. Wenn ich die Dinger eh kaufen kann. Wahres Gesicht. Fügt Schaden zu, der die feindliche Abwehr ignoriert. Weicht während Technik feindlichen Angriffen aus. Ja, viel besser als Heilender Ring. Perfekt. Wahres Gesicht. Abfahrt. Mega, mega, mega. Ja, hier kann man sich natürlich übertrieben austoben. Das mache ich aber natürlich nicht im Stream, Leute. Der ist Level 12. Hier gucken wir uns auch nochmal die Klassen an. Weil ich habe ja jetzt alle. Was hier so auf S ist. Der ist auf S. Man könnte echt überlegen, worauf Kriegsherr geht. Weil den Kamurabi, der muss man gefühlt spielen. Weil er so broken ist. Da will mir jetzt noch ein paar Münzen fehlen. Ich geh mal kurz auf Techniken. Göttliche Salbe. Springflut. Ja, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Ich bin mir halt nicht, gerade nicht sicher, wer was hat. Oh, guck mal, der hat ja gar nichts ausgewählt. Düsenstrahl. Was habe ich denn? Hä, was habe ich denn hier für eine Klasse? Ach, den habe ich hier. Seelenkontrolleur. Das ist doch der... Wie ist hier nochmal? Ne, das ist der, ne? Ne, das ist Maschinenassassine. S. Seelenkontrolle, finale Abrechnung. Auf 10 Seelenkontrolle. Okay, den muss man noch was leveln. Hier habe ich den Heilschütze. Wieso das denn? Mit C. Der wäre S. Auch S. Hier, Maschinenassassine klingt doch gut. Der den Nahkampf nutzt, um unauffällig wieder auf den Gegner einpressen zu lassen. A auf Angriff. Was kann hier noch so auf S? Nur sich selber noch, ne? Sonst nichts. Ja, dann würde ich, glaube ich, mal auf den die Maschine hier gehen. Aber jetzt habe ich nur Angreifer und keine Heiler. Lul. Sie muss auf jeden Fall zum Heiler werden. Entweder er oder die. Hast du einen Heiler, das ist halt auch scheiße. Ja, Heiler wahrscheinlich, ne? Hier habe ich auch schon auf 20. So wird ein Shoot raus. Wer hat den denn noch auf S? Muss doch noch mit denen auf S haben, weil den muss man auf jeden Fall im Team haben. Ich habe auch keinen Verteidiger. Also das gefällt mir nicht. Die kann nur... Wie sonst nichts auf S? Vielleicht muss man hier bei ihr auch einen auf A spielen. Ja, hier kann man sich richtig austoben. Naja. Kleidung konnte ich noch machen, ne? Kleidung habe ich auch wieder freigeschaltet. Noah Strandmode, Abfahrt. Mio habe ich ja schon. Oh, da gibt es ja zwei verschiedene. Immer blau. Tarion Strandmode, da gibt es auch schon. Ganz cool aus. Lance. Okay. Und von Senna noch nicht. Senna können wir noch gerade eben schnell holen. Auch wenn er gerade nichts ausgerüstet hat, ist aber auch egal. Das mache ich dann mal auf Stream. Schwarzes Schloss, Senna. Und hier ist wieder Bonus, das ist natürlich geil. Das schwarze Schloss. Abfahrt.
Stufe 40 sind die Gegner. Oh jo, der hat direkt den. Alter, ich habe schon Angriffskette. Ist das nur eine Welle? Ich mach mal. Gibt ja auch Punkte. Falsche Attacke gemacht. Scheiße. Hä? Kein Bonus? Ich mache irgendwas ganz falsch gerade. Das war der Fehler. Ich hätte den eben machen müssen. Hä? Ich bin verwirrt. Da merkt man, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ist es nicht Supersturm? Es war doch immer Supersturm. Nee, es ist nicht Supersturm. So ein Scheiß. War auch gerade gar keinen Schaden. Die Angriffskette ist so traurig. Da ziehen wir 5000, das ist nix. Letzte Welle. Ich könnte schon wieder eine Angriffskette machen, lol.
Alter, das war ganz schlecht. Trotzdem S, krass. Senna Strandmode. Die gucken wir uns mal eben an. Dann war es doch schon wieder. Sie hat auch so einen komischen Anzug an. Ich hoffe, Strandmode B ist besser. Die will ich, nee, Sekunde. Die Strandmode B holen wir auch noch. Die habe ich nicht offen. Okay. Da kommt direkt eine neue Folge mit... Oh, Dreifachbonus. Da muss direkt noch eine Folge kommen mit... wo ich das Game durchspiele. Gefühlt. Das macht so viel Schaden, so gut. Einfach tot. Das ist die finale Runde. Angriffskette. So, jetzt aber. Dann muss es. Dann ist es schnell ziehen. Nee, ist auch nicht. Scheiße. Ich kotz. Hält stets Kommando ab, ergibt. Ja, okay, gut. Kommando abschließen damit. Ja, so war das. Boah, das zieht so viel ab. Da muss es ja fatal Trommelfeuer sein. Ja, ist es. Scheiße. Juni halte ich als erstes, ne? Mann, ich hätte so gern Juni wieder.
1300 Schaden. So, 3 Millionen. Nicht mehr so ganz so peinlich. Oh, das war ja nicht mal als letzte Welle. Das war, glaube ich, dumm. Ah, ich dachte, das wäre die letzte. Ach, Mann. Unendlichkeitsschwert habe ich auch nicht. Also, das kann man auf jeden Fall viel besser spielen, Leute. Ich weiß nicht mehr, was die Zeit war. Wir sind jetzt bei über 5 Minuten. Ich hoffe, 6 Minuten. Normal sein, dass 6 Minuten war. Prüfung abgeschlossen. Gib mir S. S, gut. Immerhin. Mal 3. 4K. Das lohnt sich. Das sind 8 Nopporn-Münzen. Wisst ihr, wie man schwitzen muss, um 8 Noppermünzen zu bekommen? Übertrieben. Genau. Man kann nämlich hier jetzt. Und man kann hier einfach Noppermünzen kaufen. Das ist crazy. Zack, Noppermünzen. 29 Noppermünzen. Easy. Habe ich irgendein Outfit bekommen? Was habe ich gerade gemacht? Ich habe einfach nur den Bonus gemacht, ne? Ja, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich würde sagen, dann in der nächsten Folge geht es dann endlich weiter mit der Story. Ich glaube, das würde am meisten Sinn machen. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.